Wir hatten in den letzten 15 Minuten Schichtzeit. Oh, wir haben unsere Bonuspunkte nicht mehr. Was ist das denn für ein Müll? Na. Wirklich hier. Dafür kriegt der jetzt erstmal noch das. Naja, nicht mehr. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hey. Wie geht es Ihnen, Officer? Guck mal, zwei Parken falsch da auf dem Bürgersteig. Alter! Runde! Wie viele Bonuspunkte hatten wir? 30, oder? Ja, 30. Guck mal, passt voll wieder. Ach, hast du schon gemacht. Hallo, Bürger. Ich glaube, ich habe einen Unfall in der Nähe gehört, warte, was? Ach, da! Ja, da hat eine Person zwei Leute umgekachelt. Geil. Ich habe hier eine Person mit Verletzungen. Nicht geil. Rettungswagen erbeten. Hat sogar noch sogar drei Personen umgekachelt, Alter. Geil. Keine Fotos, die ich schießen könnte, schade. Mach nie wieder Fotos. Hey, hey, hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Ich war abgelenkt. Es tut mir leid, Officer. Können Sie selbst zum Krankenwagen Das bringt gehen? Die drei Personen, die du umgefahren hast, auch nicht wieder zu leben. Ich meine, die sind zwar nicht tot, aber... Alter, ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken gefahren sind. Nicht alkoholisiert. Wir haben eine Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Dieser Fahrer hat die rote Ampel ignoriert, Officer. Das ist ein schwerwiegender Verstoß. Nicht vergessen, nach Pyrrhus. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Na, Pyrrhus. Na, mal. Bitte schön, Officer. Der Ausweis ist abgelaufen. Ja, das ist natürlich schlecht. Können Sie mich hören? Ihre Schicht ist um. Warte mal, die Ausweise sind gar nicht abgelaufen. Da war doch bis 25, kritisch oder nicht? Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Was von wem? Ja, der war doch bis 25, gut. Ja, ich glaube, ich kann gehen. Alles gut, einen schönen Tag noch. Nur die einzelne Person war das hier? Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen Führens eines Fahrzeugs mit abgelaufenem Kennzeichen. Wirklich? Das ist viel Geld. Dieser Fahrer ist über die rote Ampel gefahren. Das ist gefährlich, Officer. Dieser Fahrer ist über die rote Ampel gefahren. Das ist gefährlich, Officer. Oh, er wurde von drei Personen gesehen, wie er über die rote Ampel gefahren ist. Ich würde gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Schrecklich, Ihren Ausweis zeigen, bitte. Hier ist mein Ausweis. Okay, Officer. Bitte, bitte schön. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Niki, guck dir mal die zweite Ausweiskontrolle an. Ist der auch? Ist da auch kein Profil da? Ja. Tja, schön, dass du geholfen hast, aber... Hallo? Ich muss Sie festnehmen. Ihr Führerschein ist gefälscht. Was ist mit der Person da hinten passiert? Oh, komm Sie. Sie machen Witze. Kevin? Ja. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Hier hinten ist eine... Einfach... Sie ist eine Oper umgefallen. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ich habe mir schon ein ATW bestellt, aber... Lo, oh, das, die gehört mit hier zu dem Unfall dazu. Die gehört eigentlich mit zum Unfall dazu. Der Rettungswagen hat einfach komplett ignoriert. Okay, sonst gibt's keine Zeugen mehr, ne?
Ne. Ich guck mal kurz. Okay. Nee, dich wollte ich nicht. Okay, du auch nicht. Alles klar. Das sind hier kaputt. Ja. Ja, war ich auch nicht. Okay, Kumpel. Hier hast du einen Unfallbericht. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay. Danke, Officer. Aber weiterfahren darfst du mit dieser Karre. Ich habe nicht das Recht, meinen Wagen abschleppen zu lassen. Bitte schickt einen Abschleppwagen an meinen Standort. Doch, habe ich. Eigentlich schon. Eigentlich habe ich schon das Recht. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen. Der Zulassung ist abgelaufen. Natürlich habe ich das abschleppen lassen, das Auto. Also bitte. Auch wenn ich das Minuspunkt dafür bekomme, das war nur richtig. Ich habe keine Wahl. Alles klar? Du wirst schon die Schicht beenden. Ich weiß nicht, was da noch zu tun ist, aber die Schicht ist ja zu Ende jetzt schon. Echt? Die ist schon zu Ende? Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Hab ich gerade mit. Ja, gut, wieder 5 Punkte, da scheiße ich drauf. Ich bekomme ja eh nichts mehr angerechnet. Niklas, dein Spielspaß nicht versterben. Sterben? Ja, ich sterbe gleich. Aber 3, 2, 1. Boah. Oh Gott. Nee. Ja, toll, wir haben noch einen Stern, den wir da machen müssen. Manu. Einer geht noch rein. Besser wären 2. Zack. Eine Nachtschicht im Auto. Hoffentlich mal Kevin. Hoffentlich mal wieder. Machen wir diesmal keinen Sideflip, sondern einen Frontflip. Das passiert, dieses ne? Gebiet war in letzter Zeit Mittelpunkt von illegalen Machenschaften. Machen Sie sich bereit, etwas Präsenz zu zeigen, Officer. Machen Sie sich bereit, etwas Präsenz zu zeigen, Officer. Ich kann das übernehmen. Ich wurde schwer verletzt, du hast mich nur angeditscht. So, boop. Man kennt's aus PUBG, so, boop, tot. Oh Mann. Holy shit. Also vorhin hat es noch nicht hier draußen geregnet bei uns. Jetzt erinnern sie es, ja? Ja, von jetzt auf nachher, das war eigentlich noch blauer Himmel gewesen. Machen Sie sich bereit, etwas Präsenz zu zeigen, Officer. Ob das wird? Was Präsenz zeigen, Niki? Du hast die Dame gehört. Also, Niki. Wir machen Folgendes, um Präsenz zu zeigen. Was denn? Du machst dein Blaulicht an, machst die Sirene an und haust voll aufs Gas drauf. Alles klar. Okay, komm. Nein! So kriegen wir die Schicht niemals rum, Niki. Und maximal 15 Minuten geht halt, du. Haut erstmal das Auto aufs Dach. Dieses Gebiet war in letzter Zeit Mittelpunkt von illegalen Machenschaften. Machen Sie sich bereit, etwas Präsenz zu zeigen, Officer. Was denn? Illegale Machenschaften. Illegale Machenschaften, wer hätte es gedacht? Okay. Na mal, ein paar Strafzettel erstmal an. Zählt Polizeipräsenz auch damit, wenn ich auch falsche Strafzettel austeile? Nein? Ich meine, man muss doch ein bisschen seine Macht missbrauchen als Polizist. Eine verdächtige Person flieht. Wo denn? Ja, auch nicht. Guck mal, da ist ein Park, Niki. Oh.
Bist du gerade gegen die Laterne gefahren? Von Flügelschaden. Wir sind hier nicht mehr Formel 1. Ach so. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Okay, 700 Meter, los geht's. Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. What are you doing? Oh mein Gott, ja, den Weg hab ich so wieder gezeigt. Are you out of your mind? I'm out of my mind. Und drifting. Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist, als du gedriftet hast, oder? Dann wäre ich doch nicht so stark gedriftet. Ich möchte aber diesmal einen Frontflip sehen, keinen Side-Flip. Aus dem Weg! Ich bin am Tatort des Raubs angekommen. Ich kann nicht aussteigen. Wie einem Idioten. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Es war jemand Hellhäutiges. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich glaube, ich erinnere mich an die Haare. Einen schönen Tag noch. Okay. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Irgendwo ist noch jemand. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich weiß, was die Person anhatte. Okay. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Wir haben neue Informationen und Ihre Karte mit dem Ort, an dem sich die Person Kaukasisch und ein schwarzes Hemd. Das war alles. Guck mal, da vorne ist jemand mit schwarzem Hemd. Das könnte die gesuchte Person sein hier. Ja, aber wir wissen nicht mal den Namen. Ich halte Sie wegen einer auf Sie zutreffenden Personenbeschreibung im Polizeicomputer an. Das ist der seltsame Officer. Das ist der seltsame Officer. Aber wir haben den Namen nicht von ihr. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Also, wir von der Person okay, haben Officer, wir nicht den Namen. Bitte schön. Ich weiß. Aber die Ethnie reicht auch schon aus. Weiblich weiß. Oh, warte mal, die hat einen offenen Haftbefehl. Ich mal so oder so festnehmen. Dann halt selber an wen auf den ab. Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte, Officer! Das sehr war's sogar. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Erwischt. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Oh. Jetzt habe ich aus Gewohnheit einen Gefangenentransport gerufen. Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Nicky! Steig in die Holzkarre. Wir müssen noch ein bisschen Polizeipräsenz zeigen. Dann führen wir mich mal dahin. Ich muss schon mal fragen, was machst du denn da? Wir müssen die Straße einfach wieder zurückfahren. Andere Richtung, Nicky. Oder so. So geht's auch. Kann man von ihr, oder nicht? Oh, fahr einfach hinten, der ist gut im Gebiet. Da fühlt mich der Navi, das Navi gerade drin. Geradeaus? Nein, wenn das noch. Na gut, du kannst auch geradeaus und links mal hin. Erst einmal, aber irgendwie fühlt mich das Navi komplett komisch. Ich
Alter, hier sind viele Personen. Also wenn da jemand was Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Leider kann ich Ihnen nicht helfen, Officer. Boah, Alter, zwei gleichzeitig, die nichts gesehen haben. Sie können jetzt Aber Hauptsache Bilder machen, ne? In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Was für ein Zufall, ich kenne Erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich meine, die Person war südländisch. Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Alles klar. Ihre Karte hat jetzt neue Informationen zum Aufenthaltsort der verdächtigen Person. Ich hab sie doch da hinten schon können. Guck mal, da hinten auf der anderen Straßenseite. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Oder? Ich glaube, ich erinnere mich an die Kleidung. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Könnte die Person sein? Na, mach mal. Oh, sie sind ja fucking grüne Outfits. Entschuldigen Sie, ich stecke in der Klemme. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Entschuldigung, Officer, ich versuche das Stadion zu finden. Können Sie mir den Weg zeigen? Wie kann man denn ein Stadion nicht finden? Ich werde Ihnen einfach den Standort des Stadions auf der Karte zeigen. Wie kann man denn ein Stadion nicht finden? How is this even possible? Stadions sind riesig. Ich meine, ich habe es, glaube ich, eh nicht auf meiner Karte, oder? Black passiert hier, Wache. Natascha's Hilfsstatue. Nee, ich habe es tatsächlich, oder? Oh. Was denn? Oh, war die falsche Festnahme, genau. Ach da. Saubere Arbeit, Officer. Das hätte gefährlich werden können, aber Sie haben das erfolgreich gehandhabt. Aber hat, okay, die hat wohl einen Aufnahmebefehl. Hatte ich gleich gerade. Ich glaube, die haben automatisch immer Aufnahmebefehle. Unter Autoquant, Niki. Innerlich. Wieso sage ich den Motor an? Wenn du auf dem Beifahrersitz bist. Steigen Sie bitte in den Wagen. Jetzt Ich wollte eigentlich switchen. Ich will ja nicht Auto fahren. Das kommt nicht gut bei mir. Okay, Nick. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen. Wir sind hier fertig, was Polizei, was uns angeht. Werden. Ja. Wir müssen nach Keller hin. Da musst du dann vorne geradeaus weiter. Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. In Keller hin sein. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht ein Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Oh nein. Ich kümmere mich schon drum, Niki. Geh du mal Polizeipräsenz machen. Ich entschuldige mich schon bei den Bürgern. Es macht lieber eine Frau als ein Mann. Hintenbohr, das weißt ja. Alter! Entschuldigung. Okay, sagen wir einfach mal, die tolle Stimme einer Frau ist immer lieblicher als die betörende Stimme eines Mannes. Gibt das besser? Mhm. Okay. Außerdem glaube ich, dass dieser Typ definitiv auf Frauen in Uniform steht. Bitte entschuldigen Sie den Unfall. Unsere Polizei und deren Versicherung werden sich um alles kümmern. Gibt es Zeugen hier? Nö, okay. Doch leider keine. Ja, wahrscheinlich hätte ich noch von unserem Wagen Bilder machen müssen. Na egal. Sind Dings fertig, oder? Mehr Kallerhellen. Ja. Kannst du mal gucken, ob du von unserem Polizeiwagen Bilder machen kannst? Ja. Ja, kann ich. Dann mach mal. Nein. So, das soll alles sein können. Ja, danke. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Wir haben keinen Punkteverlust mehr dadurch. Bitte schön, Officer. Echt? Ja, guck mal. Kein Punkteverlust mehr. Aber uns vorbildlich verhalten haben. Dies ist Ihr Unfallbericht. Oh ja. Bitte suchen Sie das nächstgelegene Revier auf, um Ihre Unterlagen abzugeben. Die Polizei von Brighton wird sich um alles kümmern. Soll ich abholen? Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Kannst du machen. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ich glaube nicht mal, dass er mit dem Auto kann ich nicht mehr fahren. Da schleppe ich das Ding ab. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Also, dass wir jetzt auch quasi Unfälle machen können. Mit Passanten quasi. Ein Abschlepper ist schon unterwegs. Ja, uns dann noch dafür entschuldigen müssen.
Entschuldigung, wie nice, dass wir uns dafür entschuldigen müssen. Die sind selber noch da hinten drin. Ja. Bei einer Conway. Conway. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Oh, die Verkehrskontrolle war aber in Conway, Niki. Oh, ja. Kein Unfall verursacht, das Auto schon beschädigt genug. Da ist ein Conway. Ja, guck mal, unter der Bodenbelichtung, der Typ da. Du bist bei mir mit dem Spoil hinten reingefahren. Ich fahre sie zur Polizeistation, holen wir den anderen Wagen. Ich habe sie wegen ihrer Unterbodenbeleuchtung angehalten. Ich dachte, sie wäre aus. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Die Polizeidienststelle. Ja, fickt den ganzen Redline-Typ oder was? Naja, gleich, wir bringen sie jetzt in die Zelle und dann habe ich nur ergänzt. Okay, alles gut. Alles gut. Dann gibt es noch einen Strafzettel wegen Unterbodenbeleuchtung, bitte. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel in Höhe von $200 wegen Fahrens eines Wagens mit Unterbodenbeleuchtung aus. Warum ist das so teuer? Komm, wir müssen ja nur noch hier bleiben. Oh, hier ist auch keine Karre mehr. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ich frag mich tatsächlich, warum sowas nicht erlaubt ist, Unterbodenbeleuchtung beim Auto. Weiß ich auch nicht. Ich meine, das macht doch irritiert Auto vielleicht? Ja gut, könnte sein, aber ich finde ja eigentlich eher, das macht das Auto sichtbarer. Würde ich jetzt eher sagen. So, gibt es hier irgendwelche verdächtigen Aktivitäten am Stadion? Irgendjemand, der Drogen verkauft oder seltsam hier rumsteht? Ich meine, Stadions sind auch so eine beliebte Stelle, wo man was verkaufen möchte. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Die Bonuspunkte schon mal, wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Das war komisch. Der Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ach ja, so. Ein paar Strafen auszahlen für die letzten paar Minuten. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Oh, zick. Ja, welche Person hat Drogen verkauft? Was, jemand? Es gibt einen Stau in ihrer Nähe. Ein Abschleppwagen wird an ihren Standort geschickt, so, sobald die Strecke also wieder frei ist. Ihre Schicht ist Da fliegt jemand. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Einen ich bin so schnell wie möglich an ihren Standort. Die Person war unsichtbar, hat einen Pfeil über den Kopf gehabt, der unsichtbar über, also über ihren Kopf geschwebt ist. Und jetzt war er da. Plopp. Und ist weggerannt. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Das, wir auch vorhin wir bei schicken der Person einen hatten. So schnell wie möglich an ihren Standort. Naja, Schicht ist um, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern, ich gehe jetzt zur Polizeidienststelle. Und was mit Ihr dem Standort ist Kaffee, derzeit nicht erreichbar. Donut, wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Autos. Stunden darum. Ja, so. Hi Blondie, was geht?
Darf ich bald die in der Zelle tasern? Nein? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Lol, Scheiben existieren nicht. Man kann durch die Scheiben der Zellen schießen. Moin. So, ich habe einen ganzen Parkplatz gleich drauf. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich was raus. So, ich komme zur Polizeidienststelle. Ich hör's einfach nur schießen. Mal vorbereiten auf COD. Die amerikanische Flagge! Wie kannst du nur? Woo. Maxwell Corporation. Yay! Aber immer noch nicht die Designer. Naja, aber das war's für diese Woche, ne, Niki? Genau, das war's für diese Woche. Diese Aufnahmesession. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, wenn es heißt Kevin und Niklas, Ritter des Rechts auf der Straße. Bis dann, haut rein und tschüss. Ciao.